Heute gibt es mal wieder ein Aufgebraucht-Video. Ich weiß gar nicht, wo ich die Tüte jedes Mal zeige. Eine uralte Reno-Tüte, die ich glaube ich schon gefühlt seit 10 Jahren habe. Aber daran merkt man mal, wie lange so ein scheiß Plastikmüll hier. Zu der Zeit, wo die Tüte rausgegeben wurde, wäre das nur gang und gäbe, wenn das alles schön in Plastik und so eingepackt wurde. Schimpfte sie und packte lauter Plastikverpackungen aus. Ja, wir sind nicht alle perfekt und darum geht es überhaupt nicht mal. Also versuch deine Aufgabe so gut wie möglich zu erfüllen. Und das hier ist jetzt ja auch Müll von einem halben Jahr oder so. Vielleicht ist es ein bisschen weniger. Naja, let's talk about über den Müll. Mein Balea Ultra Sensitive Shampoo, also was mir immer wichtig ist zu sagen, gibt ja immer noch die Einkaufsladies, die ohne Ende hier produzieren und schön in der Drogerie einkaufen und aber nicht aufbrauchen. Und ich sag ganz klar, kauft mit Bedacht, kauft Dinge, die ihr brauchen könnt. Das ist so mein regelmäßiges Goodie. Ich liebe dieses Shampoo. Ich habe es jetzt auch wieder in Benutzung. Es ist einfach mega, mega gut. Und manchmal hat man halt Dinge, die nicht so gut funktionieren. Deswegen gibt es ja auch die Aufbrauch-Challenge. Lege ich euch mal unter das i. Überhaupt, wenn ihr mich unterstützen möchtet, lasst mir doch ein Abo da. Und falls du Bock hast, ein Däumchen, ne? Und würden wir uns in den Kommentaren wiedersehen, wenn du irgendein Produkt selbst kennst und selbst auch mal getestet hast, schreib mir das gerne mal unten in die Kommentare. Pedi Protect Sonnencreme, die ist mega gut. Die empfehle ich auch wirklich super weiter. Aber durch das, dass ich gerade sehr viele Sonnencremes teste, erstmal nicht. Ne? Also ich habe auch eine, die ich gerade aufbrauchen muss noch. Aber wenn du mal was richtig Gutes ausprobieren möchtest, mit Make-up kann es sein, funktioniert die nicht so gut. Ich versuche dir auch mal ein paar von diesen Reviews unten unter das i zu legen. Kannst du dir mal näher angucken. Ich weiß gar nicht, was ich hier alles drin habe. Ah, Niacinamid-Serum. Also das kann ich echt auch empfehlen. Für so Niacinamid-Serum brauchst du nicht mehr viel Geld ausgeben. Ne? Also anfänglich haben die noch ganz schön, also ich würde mir zum Beispiel dieses blaue No-Serum niemals kaufen für das Geld. Da gibt es einfach günstigere Varianten wie jetzt das Isana. Mit dem komme ich gut zurecht, habe ich ein Backup. Wird es mal demnächst aufgemacht, aber ich habe noch so viel gerade am Rumfahren, was aufgebraucht werden sollte. Auch leer gemacht aus dem Adventskalender. Das ist aus dem Adventskalender. Daran merkt man wieder, wenn sich Produkte ähnlich sehen. Isana wusste schon, warum sie den Produkten die Farbe geben, ne? Das ist Isana, das ist der AHA-PHA-Cleanser. Habe ich mir seitdem nicht mehr nachgekauft. Ist aber nicht schlecht, ne? Dem Produkt sieht es ein bisschen ähnlich. Das kam aus dem Adventskalender raus. No Cleanser. Also man muss nicht viel Geld ausgeben. Der ist halt wirklich so ein bisschen stärker wie alle anderen. Also es gibt ja den Balea und den von Isana. Wenn man einen von den zwei nicht verträgt, verträgt man den auf keinen Fall. Ne? Also weil, wie gesagt, der ist ein bisschen stärker. Bei empfindlicher Haut wirklich aufpassen. Mit so Säureprodukten, die man jeden Tag anwendet, kann nach hinten losgehen. Dann noch ein Produkt, was ich ganz gerne mag, aber das Balea Shampoo ist halt besser. Ne? Das ist ultra sensitive. Da ist Niacinamid auch mit drin. Für mich funktioniert das halt richtig gut. Ist halt richtig sanft zu meiner Kopfhaut. Hier hat es halt Sodium-Lauryl-Sulfat drin, wenn du halt eh schon eine empfindliche Kopfhaut hast. Oder wie ich in meinem Fall eine Kopfhaut, die recht schnell nachfettet, musst du halt schon gucken, dass du etwas verwendest, das nicht so mega krass austrocknet. Und SLS tut das halt. Den habe ich auch leer gemacht. Gerade im Moment den von Balea in der Mache. Und teste den gerade auch ausgiebig für die Review-Woche. Und muss echt sagen, der, also wie Knete. 1A, das war das natürlich nicht, ne? Also das ist auch so eine Sache. Balea hat ja nicht ohne Grund den hell
den fliederfarbenen Deckel gewählt, weil eben Gigan Gorgeous eben auch so eine Verpackung hat. Ne? Und man denkt dann immer schon gleich so assoziationstechnisch, USP-mäßig. Das kennen wir doch, der ist vielleicht zu ähnlich. Deswegen machen Marken das. Schon etwas länger leer von Cadeia Vera Rose Öl, Reinigungsöl, war mega schlecht. Wenn ihr sowas anwendet, darf da kein Rest auf dem Gesicht bleiben. Ne? Also diese Öle, die da drin sind, die sind meistens minderwertig. Ne? Also nicht so argumentieren, ja, ich habe trockene Haut, das kommt mir zugute. Das muss runtergehen. Ne? Nur so reinigst du deine Haut auch richtig und danach kannst du wieder Pflege draufpacken. Und das hat Cadeia Vera gar nicht gut hingekriegt. Cadeia Vera gibt es übrigens bei Müller. Hier ist was ausgelaufen. Hier ist was ausgelaufen. Der Liquid Hydration Hydrator, die Liquid Hydration von Geek & Gorgeous war nett. Die Verpackung, also der Pumper ist echt mega gut. Da kann sich der ein oder andere wirklich eine Scheibe abschneiden. Würde ich mir trotzdem nicht nachkaufen, weil ich finde halt andere Produkte besser. Besonders jetzt zum Beispiel dieser Cleanser von Isana Pure, der ist halt mega gut. Was ist denn da ausgelaufen? Pfui, pfui, pfui. Glycerinserum. Wenn ich mal wieder ein paar Sachen brauche von Rossmann, ich bestelle mir ja meistens immer, weil ich habe hier keinen in meiner Stadt und ich musste in die nächste Stadt fahren. Das schenke ich mir immer und bestelle es mir dann einfach online. Und das Glycerinserum hat mir richtig gut gefallen. Habe ich ihn bis dato nicht mehr nachgeholt, weil ich einfach so viel gerade habe und in meine Routine direkt passt irgendwie auch nicht mehr rein. Leer gemacht habe ich auch aus dem No-Adventskalender. Das ist das Duschgel. Das ging auch rasend schnell leer. Ich mochte das total gerne. Habe mich aber entschieden, das jetzt nicht nachzukaufen oder so. Ne? Also ich bin wieder auf das seifenfreie Waschstück zurück. Noch etwas. Das Shampoo würde ich mir so nicht mehr nachkaufen. Also das riecht halt recht extrem. Ich bin hier bei dem Balea bin ich halt besser aufgehoben. Und wenn es halt mal wirklich ein Shampoo von Isana sein müsste, dann einfach ohne Duftstoffe, dann das ist irgendwie unsinnig und das Shampoo macht auch nichts anderes irgendwie. Ketozolin, das ist medizinisch. Das ist auch nicht unbedingt vegan. Ich bin dem noch nie nachgegangen. Aber es ist halt medizinisch, weil ich öfters auch mal mit Pilzinfektionen auf der Kopfhaut oder auf der Haut zu tun habe. Das habe ich immer zu Hause. Das ist eine perfekte Kopfhautpflege, wenn du wie ich eben zu sowas neigst. Muss. Ein absolutes Muss. Leer gemacht habe ich auch das Ceramidserum von Transparence Lab. Es war eine recht ungünstige Verpackung, kann ich mich noch erinnern. Und so richtig leer gekriegt habe ich es auch nicht. Ja, genau. Ich fand die ganz schick vom Außenrum, aber im Nachhinein habe ich halt echt festgestellt, ist nicht so geil, denn wie gesagt, die kriegst du nicht richtig leer. Da ist auch so ein Bremser drin in dem Hals. Dass du, ja, keine Ahnung, also den müsstest du erstmal rausnehmen. Ich fand jetzt das Serum auch nicht so mega überzeugend. Das habe ich auch vorgestellt. Würde ich mir so auch nicht mehr nachkaufen, weil es einfach andere gibt, die besser sind. Ich bin ja so ein Ceramide-Fan. Das gefällt mir wesentlich mehr. Und da der Hautbarriere-Booster von Leon mit, wie heißt die Marke nochmal? Fällt mir jetzt gerade nicht ein. Fällt die Marke nicht ein? Mein ADHS-Kopf. Naja, vielleicht fällt sie mir gleich an. Man weiß es nicht. Wie gesagt, das ist so eins, was nicht ganz so geil ist. Kolibri. Gott, Kolibri. Ist nicht eingefallen. Isana, beruhigendes Intensivserum, mag ich, ist ein echt schönes Produkt, würde ich mir so aber auch nicht mehr nachkaufen. Habe ich mich auch schwer getan mit der Flasche, die halt wirklich aufzubrauchen, weil sie irgendwie gar nicht mehr in meine Routine so reingepasst hat. Kennt ihr das mit Produkten, die ihr gerne mögt,
aber wo sich einfach so die Hautbedürfnisse sich so ein bisschen verändert haben und dass man es dann irgendwie nicht mehr unterkriegt. Und so ist es halt bei dem hier gewesen. So, da haben wir den Pure Toner. Den werde ich mir definitiv nachkaufen. Ich habe einen noch gerade in der Mache, weil ich das ein oder andere Produkt gerade noch aufbrauchen muss. Aber wenn die leer sind, gehe ich wieder zu dem, weil der ist halt einfach, ich mag den vom Hautgefühl, der ist einfach super. Und preislich gesehen, weiß ich nicht auswendig, aber man kann ihn durchweg kaufen. Sanozon Gelb. Das ist so mein Okay-Produkt, ne? Aber jetzt gab es ja in letzter Zeit so das ein oder andere Produkt, was auf den Markt gekommen ist, was ein bisschen besser ist. Vom Preis her, 5 Euro kannst du nichts sagen. Und wenn du eh bei Rossmann einkaufst, kannst du mal so eine Tube mitnehmen. Die blaue rollt bei mir runter, die gelbe tut es nicht. Ich kann aber nicht sagen, so das ist das. Ich liebe diese Sonne, kann ich nicht sagen. Sie funktioniert, sie ist günstig. Und sie ist okay, aber mehr aber auch nicht, ne? Auch leer gemacht. Das wollte ich mir auch mal wieder nachkaufen, wenn ich mal in die Verlegenheit komme, direkt zu bei Not zu bestellen. Das ist dieses Rasieröl. Das ging bei mir leider rasend schnell leer, weil ich halt recht rumgeaßt habe. Das war im Adventskalender drin. Auch leer gemacht. Hey, ich muss so lachen. Weil das sieht halt jetzt anders aus, weil jetzt haben die ja eine ganz andere Aufmachung. Das PHA-Peeling habe ich eine Zeit lang immer für die Kopfhaut verwendet. Könnte ich eigentlich auch mal wieder tun. Hatte ich noch eine Packung demnach da. Aber so sehen sie ja schon länger nicht mehr aus. Leer gemacht habe ich auch von Cadeia Vera das Q10 Serum 2 in 1, was man auch unter das Auge schmieren kann. Lasst euch von solchem Marketing nicht rausbringen. Es gibt Stoffe, die sind nicht geil für die Augen. Retinol vertragen manche Leute nicht unter den Augen. Dann gibt es, also Vitamin C würde ich mir jetzt auch nicht unter die Augen schmieren. Das könnte auch brennen. Auch keine Säuren. Das sollten auch keine Säuren hin. Aber alles andere, was irgendwie so hautberuhigend, pflegend ist und so. Kannst du dir gerne unter die Augen schmieren. Da brauchst du kein Serum, was dir sagt, ich schmier mich auch unter die Augen. Das ist Marketing. Ich würde mir das nicht mehr nachkaufen. Das ist eins der besseren Serien, aber von Cadeia Vera. Die müssen noch ein bisschen aufholen. Also Cadeia Vera schläft noch so ein bisschen. Um am Skincare-Game mit spielen zu können, muss ich da noch einiges tun. Und ja, es war okay, aber mehr auch wiederum nicht. So, auch leer gemacht, bin ich ganz. Ich habe aber eins aus dem Adventskalender, das mache ich jetzt leer. No Vitamin C Serum habe ich echt mich schwer getan. Und tue ich mich auch immer noch schwer, weil es halt wirklich ölig ist. Und bei meiner öligen Haut tue ich mir halt schwer. Und wenn ich dieses nächste Serum aufgebraucht habe im nächsten Jahr, habe ich das Gefühl, weil ich kann jetzt immer nur so tropfenweise verwenden, möchte ich keins mehr haben. Vielleicht bin ich dann wieder so weit und hole mir einen No-Adventskalender. Das weiß ich aber zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht. Keine Ahnung. So, nicht leer, aber schon etwas älter und länger auf. Das ist ganz wichtig, dass man solche Produkte ab und zu einfach auch mal austauscht. Ich gehe nicht nach dem Verfallsdatum auf dem Produkt. Das will ich an der Stelle auch sagen. Aber wenn ich merke, dass ich ein Produkt schon lange verwende und das dann schon über ein Jahr auf ist, dann tausche ich es aus. Weil gerade am Auge kann das einfach Entzündungen verursachen. Das will keiner, Bindehautentzündung ist was richtig Ekelhaftes. Geschweige denn Kosmetik, dekorative, die du dir aufs Gesicht schmierst, die du auch schon länger irgendwie rumziehst, tausche sie ab und zu aus. Wie gesagt, ich gehe auch bei Mascara nicht danach, dass ich sage, ich tausche die nach 6 Monaten aus. Mache ich meistens auch nicht. Also. Meine Tüte muss ich innen wirklich ein bisschen sauber machen. Das war dieses Sonnencremeöl, Sonnenöl von Bayern Söhne mit Astaxanthin. Ist nichts für mich. Ich weiß nicht, was ich mir dabei gedacht habe. Denn so ölige Sachen mag ich einfach nicht.
vom Zahnarzt bekommen, weil ich eine Zeit lang jetzt wieder ein bisschen Probleme mit dem Zahnfleisch hatte. Miridol. Ich habe halt, seit ich Corona hatte, irgendwie eine veränderte Mundflora irgendwie, und das ganz lange auch gehabt, dass ich dann immer an einer anderen Stelle Entzündungen hatte. Und jetzt muss ich halt gerade im Moment hergehen und zweimal am Tag mit, also Zahnzwischenraumbürste und Zahnseide. Normalerweise macht man das einmal am Tag und das reicht auch. Aber wenn ich das halt nur einmal am Tag mache, durch das, dass das halt so immer noch so... Es ist halt eine veränderte Mundflora. Ich kann mir nicht anders erklären. Schwillt mir das Zahnfleisch super schnell an und das ist sehr unangenehm. Und das Meridol hat mir auch ganz gut geholfen. Boah, der ist halt echt voll geschmiert. Das war... hallo? Das war mein Augenbrauengel. Die trocknen halt echt super schnell aus. Boah, das ist total zugeschmiert. Das ist halt, wenn du die Sachen ewig lang rumziehst. Noch eine Sonnencreme, die Nuki. So bin ich übrigens auf Pedi Protect gekommen, weil hier steckt Pedi Protect drin. Es wäre echt schön, wenn man nicht das scharf haben könnte. Nein, habe ich nicht scharf. Dann halt nicht. Hier steckt Pedi Protect drin. Und ich finde aber die eigentliche Pedi Protect, also die hier, finde ich viel besser als das, was hier ist. Das ist Nuki, also von Angelique Kerber und von Manuel Neuer. Aber wie gesagt, die schreiben das ja auch auf der Homepage, dass die eben mit Pedi Protect zusammengearbeitet haben für die Produkte. Und guckt euch die echt gerne mal an, weil die musst du bestellen. Die gibt es nicht im Laden. Oder habe ich sie schon irgendwo im DM gesehen? Kann sein. Und hier habe ich noch einen Stummel von meinem Alverde Augenbrauenstift, weil ich habe ja so graue Augenbrauen und das bescheiße ich mir ganz viel weg. Und dann nehme ich halt den und der ist ganz cool. So, es ist leer. Und ich würde jetzt gerne am liebsten irgendwo meine Finger abputzen. Darauf komme ich immer gar nicht klar. Dann beenden wir schnell das Video. Es war ein bisschen chaotisch, I know. Es gibt das ein oder andere Short zu meinem Tüteninhalt. Kann ich euch ja auch mal ein bisschen was unters i legen. Ich sage danke fürs Einschalten. Schön, dass du wieder dabei warst. Gib diesem Video gerne einen Daumen nach oben. Und hinterlasst einen Kommentar. Ich sage danke fürs Einschalten und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.